Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, heute stellen wir den kleinen Mischlingshund Rocky vor, damit er schnell Menschen findet, die ihm einen guten Neustart ins Leben ermöglichen. Rocky ist erst 1 Jahr und 2 Monate alt. Sein Leben hat nicht gut begonnen. Er wurde als Welpe von einer Frau übernommen, die sich aber überhaupt nicht um artgerechte Bedürfnisse des Hündchens kümmerte. Er war nur mit seinem Frauchen in der Wohnung und kannte keine Straße oder Wiese. Seine Hinterlassenschaften befanden sich in der Wohnung. Rocky kannte auch keine anderen Tiere oder Menschen. All das war ihm fremd, als er ins Tierheim kam. Anfangs war er sehr scheu, aber so langsam gewinnt er Selbstvertrauen. Die Tierheimmitarbeiter und ehrenamtliche Gassigänger versuchen Rocky Schritt für Schritt seine neue Hundewelt zu zeigen. Inzwischen ist er oft lustig drauf und verspielt. Auch an der Leine läuft er immer besser. Natürlich wird alles, was er nicht kennt, angebellt. Und das sind eben Hunde, die ihm begegnen und fremde Menschen. Ein Hundemädchen in der Arche Noah findet er jedoch ganz toll und spielt mit ihr sehr gern. Für den süßen Rocky werden Menschen gesucht, die ihm mit Liebe und Geduld noch alles beibringen können. Es wird gar nicht so lange dauern und Rocky hat begriffen, dass es viel mehr gibt, was ein Hundeleben ausmacht. Ein ländliches Zuhause, wo er nicht allein ist, wäre sehr gut für ihn. In einem Mietshaus und bei Menschen, die stundenweise nicht da sind, soll er nicht leben. Er kennt es ja nicht, allein zu sein und würde wahrscheinlich viel bellen, zum Ärger der Mitbewohner. Vielleicht könnte er auch als Zweithund zu einer Hündin. Die Sicherheit an der Seite eines Artgenossen würde ihm sicher gut gefallen. Für Rocky wäre es sehr schön, wenn er ganz bald die richtige Zuwendung und Sicherheit bekäme.